Wenn wir elektronische Ressourcen, zum Beispiel Zeitschriften oder E-Books, lesen wollen, gehen wir auf die entsprechende Homepage und können beispielsweise die PDF lesen oder herunterladen. Es ist wunderbar, wenn es so einfach geht. Aber wieso funktioniert das und welche Möglichkeiten haben wir als Nutzende? Jeder Verlag möchte sicherstellen, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf kostenpflichtige Inhalte bekommen. Als Angehörige der Uni Leipzig dürfen wir also nur auf die Inhalte zugreifen, für die die Uni gezahlt hat. Es gibt zwei Wege, um die Zugehörigkeit zu prüfen. Zum einen die IP-Adresse des Gerätes und zum zweiten unsere Identität an der Uni über das Uni-Login. Wenn wir uns auf einer Verlags-Homepage befinden, wird verlagsseitig geprüft, von wo aus wir zugreifen wollen. Dafür wird die IP-Adresse unseres Gerätes überprüft. Nutzen wir das EduRoam der Uni oder die Internetverbindung des Universitätsrechenzentrums, zeigt die IP automatisch, dass wir an der Uni Leipzig sind. Das reicht für viele Verlage aus, um uns die kostenpflichtigen Inhalte verfügbar zu machen. Mit unserem Uni-Login bekommen wir Zugriff auf fast alle Verlagsinhalte. Dieses dient zur Authentifizierung als Uni-Angehörige. Mit diesem Login weisen Sie sich bei den einzelnen Verlagen aus. Dieser Weg heißt häufig Shibboleth oder Institutional Login.